Folge 10. 10 schon. Das heißt, ein Drittel des Ramadans ist schon weg und für Folge 10 haben wir was richtig Besonderes. Wir waren nämlich bei Kiki. Kikis Kitchen. Und Kiki und Hamza waren so lieb und haben uns dieses Paket geschickt. Und am Ende der Folge schauen wir da rein und gucken, was da drin ist. Aber vorher geht's natürlich ab zu Kikis Kitchen. Viel Spaß! Mensch, was essen Sie heute? Hallo ihr Lieben, heute machen wir eine richtig leckere marokkanische Harira-Suppe. Ey, bitte, keine marokkanische Harira. Wenn uns eins zum Hals raushängt, dann ist es marokkanische Harira, gerade mitten im Ramadan. Jeden Tag Harira, Harira, ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich. Sorry. Okay, was machen wir dann? Können wir einmal deine Küche übernehmen und eine Alternative anbieten? Aber nur, wenn ihr danach sauber macht, okay? Auf jeden Fall machen wir, ja, okay. Kein Problem. Okay, dann. Okay. Herzlich willkommen bei Wesh, was essen Sie heute? Wir übernehmen heute Kikis Kitchen. Nein, wir waren nicht die ganze Zeit da unten versteckt. Wir haben hier nichts vorbereitet. Es ist alles spontan. Sabat, was machen wir heute? Heute machen wir, wie du sagst, Harira, immer Harira. Heute machen wir keine Harira, sondern Fischsuppe. Super. Magst du Fisch? Ehrlich gesagt nicht so, aber ist nicht schlimm. Ich glaube, wenn du das zubereitest, dann das sehr wird schon gut gehen. Wir geben unser Bestes, dass okay. Es dir schmeckt. Okay. Das wäre super. Okay. Alles klar. Also was gibt es für Suppen, die du außerhalb von Harira gerne magst? Die türkische Linsensuppe. Ah, Mercimek. Ja, okay. Richtig lecker. Die geht mag ich auch sehr gerne. Was ich nicht mag, sind diese ganzen Cremesuppen. Spargel, Brokkoli und sowas. Die sind ein bisschen zu... Also, dann machen wir einmal Fischsuppe. Ich habe es schon mal gegessen. Es ist auf jeden Fall sehr lecker. Bei uns gibt es Harira eigentlich auch in ganz vielen verschiedenen Varianten. In verschiedenen. Jeder macht das halt anders. Wie gesagt, der eine macht ein bisschen, gibt es viele, auch in Farben. Eine gibt es in schwarz, die andere machen mehr Tomatensoße, ein bisschen rot. Es gibt welche, die machen sogar Ei rein, ohne Ei. Es gibt wirklich sehr viele mit Fleisch, ohne Fleisch, mit Hähnchen. Die Lilane schmeckt super, nur Auberginen drin. Okay. Nein. Ich wollte schon sagen, oh, kenne ich gar nicht. Nein, legen wir los. Deswegen auf jeden Fall haben wir hier leckere, verschiedene Fisch vorbereitet von Victoria Beispiel. Ein bisschen von Muschel. Das ist Knorrhahn. Ich habe extra nachgeguckt. Ja, ja. Es heißt Knorrhahn. Der Fisch heißt Knorrhahn. Guckt ihn euch an. Es ist Knorrhahn, der Bruder von Burhan. Das ist so ein roter Fisch. Warum das heißt das? Arrobio. Arrobio, genau. Arrobio ist eigentlich blond. Ne? Blond, naja, der Blonde. Das sieht wirklich wie ein Blonder aus. Wir haben jetzt den Kopf abgeschnitten. Wo haben wir den Kopf hingetan eigentlich? Jetzt kommt Miss Piggy's Kopf. Okay, wo ist der Kopf? Bitte auch das rein. Ey, wo sind die? Wo sind die Köpfe? Nicht, hast du die Köpfe geklaut? Sei ehrlich. Er hat am Anfang zu uns gesagt, der mag den Geruch von Fischen nicht. Und ich glaube, am Kopf stinkt der Fisch am meisten. Deswegen ist er die losgeworden. Achso, die habe ich schon vorbereitet. Ja. Genau, das ist wirklich wie eine blonde Arrobio. Aus dem machen wir halt so eine Brühe. Okay. Ja, das schmeckt am besten. Man kann natürlich auch ohne, aber mir persönlich schmeckt es wirklich sehr gut. Weißt du, du darfst anfangen. Du kannst vorsichtig reinmachen. Nicht wir haben das, als wir Pasta gemacht haben, haben wir das auch gemacht. Da hatten wir ganz viele Fischköpfe und von Garnelen die Köpfe. Ah, das hört sich so brutal an, die Köpfe einmal kochen. Aber wenn es schmeckt. Hier habe ich ein bisschen Salz, kannst du auch reintun. Gebe ich dir auch einen Löffel. Löffel? Also sollte ich jetzt alles reinhauen? Nein, nicht zu viel, sonst ist es dann zu salzig. Ja? Okay, ja, gut, dann lassen wir den Rest weg. Ach so, okay, gut. Wie oft reden die Leute mit dir über Kochen, wenn sie sich... 24-7. Nichts und Ideen. Ah, ich habe eine Idee für dich. Ja, das super. Das ist auch der Klassiker. Genau, das habe ich auch. Mein Vater ruft mich an und sagt, ey, ich habe einen Witz, den kannst du benutzen, auf der Biene. Das ist einfach nur ein Witz, den hier im Café gehört. Ja. Weißt du, du bist nah, kannst reinwerfen, der redet so. Einfach so, wie es ist. Ja, es gibt super lecker Paprika. Paprika. Ecco la qua, ecire. Ecire. So, was hättest du sonst gemacht, wenn du nicht diese Show hättest? Was war dein... Boah, ganz ehrlich, so richtig langweilig Bürojob wahrscheinlich. Echt? Ich hätte irgendwas, ich habe ja BWL studiert und ich hätte irgendwas im Büro gemacht. Boah, wie trocken. Ja, voll. Und deswegen bin ich froh, dass es anders gekommen ist. Ja, absolut.
Liegt dir das so frei zu sprechen vor Menschen, die was in der Schule? Referat halten und sowas, war das dein Ding? Ich sag dir ganz ehrlich, wie es war. Ich habe mich in der Bahn vorbereitet auf ein Referat. Morgens, 7.40 Uhr eingestiegen, 8 Uhr kam ich an, ich habe eine 1 abgeholt. Echt? Immer. Ja, das kann ich. Okay, ich kann vieles nicht, aber das kann ich gut. Ich bin gut im vor Leuten reden, ne? Das weiß man ja. Wenn es um Referat ging, war ich immer in der Gruppe, die einen zum Reden brauchte. Mhm. Und ich habe mir immer die Leute ausgesucht, die gut schreiben konnten. Aha, also ich habe es nachher nur noch vorgetragen. Ich kann souverän Sachen vortragen, ich kann aber eigentlich nicht so gut hinter den Kulissen arbeiten. Ach krass, okay. Da bin ich ganz schlecht dran. Dafür habe ich Onni und Ahmed. Die arbeiten hinter den Kulissen und du hast Hamza, ne? Ich hab den Hamza, ja. Schwenk doch mal zum Hamza, komm, dann kann man den auch mal sehen. Jeder braucht einen Hamza. Ja, Hamza, warte. Und wie viel seid ihr im Team? Das bekommt man so gar nicht mit, ne? Ja. Klar, so ein bisschen behind the scenes zeigst du. Wie viel seid ihr eigentlich insgesamt? Wo, jetzt bei Rebell Comedy? Bei deiner Show quasi. Bei meiner Show sind wir, wir sind eigentlich nur vier Leute. Also krass. Samad und ich sind vor der Kamera und kochen. Mhm. Und dahinter sind Hakim und Onni. Hakim macht so ein bisschen die Regie. Onni macht ein bisschen von allem, also den Sound und den und die Bilder. Und das war's. Vier Leute. Obwohl, vier Leute ist ja schon viel. Eigentlich schon. Wir sind nur zu zweit, ja. Genau. Aber ihr macht ja ein bisschen was Aufwendigeres, ne? Ja, ihr macht auch Arbeitsteile. Wir sind ein bisschen übergreifend auf jeden Fall. Ja. In allem ein bisschen involviert. Ja, cool. Versuch mal den Kopf einfach abzumachen. So, den Kopf ab. So. Und versuch das von hier abzumachen. So. Eccola qua. Wieso? Mach ab, mach ab. Was ist das denn? Es ist das Gehirn. Ehrlich? Boah, das ist aber Matsch. Ja, es ist halt so das, was im Kopf drin steckt. Ne? Also ja. Wie kann man es beschreiben? Genau, habe ich noch. Bei Traditionsrezepten, bei Gulasch zum Beispiel, haben alle gesagt, boah, da ist gar kein Rotwein drin, aber ich trinke ja keinen Alkohol. Und habe ich bekommen wirklich viele Kommentare dazu auch. Aber was soll ich machen? Also ich kann jetzt nicht dafür extra Rotwein benutzen, ne? Das funktioniert leider nicht. Das wäre jetzt euer Reinfall gewesen. Es sind edle Tropfen, davon brauchst du nicht viel. Ja, ich habe auch viel davon gehört. Wir benutzen normalerweise marokkanisches Olivenöl, aber das hier, das ist übertrieben krass. Auch sehr gut als Medizin, das marokkanische auch. Aber ich habe mal jemanden gesehen, der hat seine Nase verloren, der hat so ein bisschen davon drauf gemacht, neue Nase. Krass, heftig. Ja, es ist auch so richtig gutes Medikament. Auch so gegen Schnupfen und alles, ne? Grippe gegen und sowas? Gegen Schnupfen, Husten, psychische Sachen. Oha. Schizophrene Leute nehmen das danach keine Dings mehr. Leute, die sind so multiple Persönlichkeiten, die haben danach noch mehr. Persönlichkeiten. Kikis Olivenöl, nativ extra, aus Palästina. Kalt gepresst, nicht heiß, sondern cool. Schön probiert. Rote Zitrone. Willst du überhaupt probieren? Weil das ist ja Fisch eigentlich. Ja klar, also doch, euch ne? zuliebe probiere ich auf jeden Fall. Guck mal, da haben wir schon mal etwas gewonnen, dass du überhaupt das probierst. Und wenn wir es schaffen, dich umzustimmen, das glaube ich ist aber sehr hart. Aber ich bin gespannt.
Oh, richtig lecker. Ja? Richtig lecker, richtig gut gewürzt. Also top. Perfekt. Wer Zitrone mag, halt, kommt dann wieder ein ganz anderer Geschmack. Ja. Ja. Das habt also ich würde super. Zitrone noch reintun. Genau, ich liebe Zitrone in der Suppe. Ja. Ja. Und wir beide, glaube ich, auch. Ein bisschen vegan. Genau, ein bisschen scharf. Ein bisschen vegan, den habe ich auch ohne gemacht. Ecola qua. Aber ich muss auch probieren. Ja klar, du musst auch probieren. Ich finde es richtig lecker. Dankeschön. Mmh, wie die Italiener machen. Mmh. Also, lecker. Super Alternative. Wenn euch mal Harira wirklich schon zum Hals raushängt und ihr das 20. Mal Merjimek gegessen habt, hier könnt ihr einmal Fischsuppe machen, alternativ zu den ganzen anderen beiden Suppen, die es so gibt. Kiki, danke auf jeden Fall. Wir hatten richtig viel, wir haben uns sehr wohl gefühlt bei dir. Ich fand's auch cool. Schön, dass ihr da wart. Hat Bock gemacht. Ja, und vielleicht wiederholen wir das irgendwann mal. Und das war's mit Wesh. Was essen Sie heute? Suppe natürlich. Bis dann. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Dieses Paket haben wir bekommen. Da sind ganz viele leckere Sachen drin. Wie gesagt, das ist keine Werbung, sondern es ist einfach ein Geschenk. Und ich schaue da jetzt rein. Wenn es Werbung wäre, würde es ganz anders aussehen. Dann würde es so aussehen. Kikis mit Jewel Datteln. Premium Large Königsdatteln aus Palästina. Kikis Premium Vogelnest Baklava und Kikis Premium Baklava Mix. Kikis Schwarzkümmelöl, einmal gefiltert und einmal ungefiltert, beide nativ kalt gepresst. Kikis Cream Schoko und Premium Haselnuss Cream, so unendlich cremig. Sind wir durch? Ja, wir sind fertig. Also diese Creme. Ist die fürs Brot? Ich hab Bock, die einfach so zu löffeln. Läuft noch? Ja. Kikis Haselnusscreme. Alter, das ist die heftigste Creme, die ich je probiert habe. Ohne Scheiß, Hammer. Wesh, was essen Sie heute?